Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Infovideo zu FIFA 17 hier auf dem Kanal. Ja, wir sind am Start und heute erzähle ich euch mal so ein bisschen was über meine Pläne für die Videos in FIFA 17, die von mir so kommen werden, wie das Ganze am Anfang aussehen wird, wie das mit der Aufteilung ist, der Uploadplan und so weiter und so fort. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Anregungen und so weiter könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich werde hier ab und zu mal rechts ein bisschen kurz Richtung meines Laptops schielen, denn da habe ich die ganzen Informationen, was ich denn wann hochlade und so weiter und so fort. Aber zunächst einmal geht es um die Abstimmung, denn das ist das Wichtigste, das muss ich am ehesten ansprechen, damit auch jeder von euch dabei teilnimmt. Und zwar geht es um den Karrieremodus, beziehungsweise um The Journey und um den Verein, mit dem ich bei The Journey starten werde, beziehungsweise mit dem ich Alex Hunter starten lassen werde. Ja, ich habe mich ja entschieden, Londoner Club zu nehmen. Das liegt ganz einfach daran, in der Storyline kommt Alex Hunter aus London und dementsprechend wäre das ja ganz cool, wenn man auch einen Londoner Club nehmen würde. Und wir haben da theoretisch auch drei Vereine, bei denen der, denke ich mal, ganz cool hinpassen würde. Einmal die Tottenham Hotspurs, dann noch West Ham United und den FC Arsenal. Meine persönliche Präferenz ist Arsenal, liegt ganz einfach daran, Arsenal hat momentan so ein bisschen Stürmerproblem, ja, und Hunter ist ja Stürmer, soweit ich das mitbekommen habe, und von daher wäre das auf jeden Fall eine Option. West Ham wäre auch eine Option, weil West Ham hat jetzt auch nicht so die Monster überkrassen Superstürmer. Bei den Spurs ist halt so, die sind ein cooler Verein, geiles Stadion, das haben aber übrigens nebenbei bemerkt West Ham und Arsenal auch, und zwar richtig gute Stadien. Das Problem ist bei denen, die haben Harry Kane und die haben auch noch Theo Janssen. Das heißt, Vincent Janssen, ich bin mir relativ sicher, es ist Vincent Janssen. Das heißt, die haben relativ gute Stürmer. Das heißt, da ist eventuell ein bisschen unrealistischer. Ich werde es ja auch nach meinen eigenen Entscheidungen, also meinen eigenen Karriereweg quasi, also meine eigenen persönlichen Meinungen in die Serie mit reinbringen. Und von daher weiß ich nicht, vielleicht, ja, egal, stimmt auf jeden Fall ab. Wenn ihr sagt, ihr liebt Tottenham Hotspurs und ihr wollt mich unbedingt da sehen, dann kein Problem, stimmt halt so ab. Wir werden das Ergebnis ja sowieso sehen. Das sind nur wieder die drei Vereine, von denen ich sage, das können wir machen. Auch eine Möglichkeit, man kann sich anscheinend ausleihen lassen in die zweite Liga und zwar zu Aston Villa, Norwich und Newcastle, was ja auch Sinn macht, weil die Stadien gibt es ja. Warum es dann QPR beispielsweise nicht gibt, weiß ich nicht, aber das habe ich zumindest gelesen. Es kann auch kompletter Quatsch sein. Eventuell lassen wir sonst zu Newcastle ausleihen, weil Newcastle der Karrieremodus wird es zunächst nicht geben. Ich muss kurz da hingucken, weil kann auch sein, dass die zweite Halbzeit schon losgeht. Ist nämlich gerade 4 Minuten vor Beginn der zweiten Halbzeit der Bundesliga-Konferenz am Samstag. Was wollte ich sagen? Newcastle, genau, wird es im Stream geben. Ich werde im Stream eine Newcastle-Karriere machen. Das heißt, alle, die im Streamer dabei sein wollen oder dabei sein werden, ihr werdet auf jeden Fall mit Newcastle wieder mal bereichert werden. Ansonsten auf YouTube, dazu kommen wir gleich. The Journey haben wir damit abgeschlossen. Link ist in der Videobeschreibung zu Strawpoll. Checkt das einfach aus und stimmt dafür ab, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten, momentan ist ja absolutes Sommerloch, momentan gibt es keine Klicks, es gibt keinen Hype, es gibt keine Abos, es geht eher down, weil YouTube die ganzen Accounts mal wieder so ein bisschen ausmistet. Aber ich denke mal, das wird sich zum Start von FIFA 17 wieder ändern und glaubt mir, da kommen coole Videos. Ich habe jetzt noch kein Real-Life-Fußball-Video aufgenommen, weil ich noch nicht die Zeit dafür hatte und auch noch irgendwie nicht die Idee und die Lust und so. Aber das kommt auch bestimmt bald irgendwann nochmal. Und jetzt kommen wir zu den anderen Videos in FIFA. Also, EA Access kommt ja am 22. raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ab dann wird es Videos geben, und zwar jeden Tag. Der Uploadplan, den ich mir gedacht habe, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich den durchhalten kann. Das habe ich auch auf Twitter schon geschrieben, als ich den das erste Mal gepostet habe, weil der sieht halt teilweise pro Tag 2 bis 4 Videos vor. Und ich sehe es jetzt schon, das wird nichts werden mit Schule, mit Freundinnen, mit Leben. Wird schwierig. Aber ich werde natürlich versuchen, so viele Videos wie möglich zu machen. Geplant ist, also das ist der realistische, ich habe noch einen unrealistischen, aber den lassen wir jetzt mal raus. Ja, ist ja gut. So, montags, Karrieremodus. Ich glaube, das ist ein Mittwoch. Das zählt aber noch nicht, weil EA Access-Zeit ist Pack-Opening-Zeit, vor allem im Ultimate-Team, deswegen, naja. Montag wird es Karrieremodus geben, und zwar Karrieremodus 1. Das heißt, das ist der mit Hannover 96. Dienstag, FIFA Ultimate Team, und zwar 7-Minute-Squads. Die habt ihr euch gewünscht in FIFA 17 und die wird es natürlich auch wieder geben. Ist ja irgendwie auch charakteristisch für meinen Kanal. Dementsprechend könnt ihr natürlich einfach davonfliegen. Auch da gibt es keine großen Änderungen. Dann mittwochs The Journey. Wie gesagt, den Verein dürft ihr bestimmen. Und ich sag mal so, das wird halt auf meine persönliche Art und Weise geschnitten und gemacht sein. Ich werde meine Entscheidung treffen und ja, ich denke mal, das passt auch so.
Donnerstag gibt es dann den zweiten Karrieremodus, und zwar den mit Manchester City. Ja? Warum City? Ganz einfach, das muss ich sowieso nochmal erklären. City ist ein Verein, der, ich wollte wieder so machen wie Dortmund beispielsweise, also einen großen Verein, aber ich bin schon in der deutschen Liga mit Hannover, wollte ganz gerne in die englische rein und bin da zwar bei The Journey, aber denke trotzdem, dass sowas ganz interessant sein könnte, weil halt England die most competitive League ist. Man kann später immer noch einen anfangen mit Real, mit Barca, mit, ich weiß nicht, was ihr sehen wollt, mit Inter oder Napoli oder sonst was, aber erstmal City, weil die haben Geld und ihr liebt Transfers. Es ist nicht unrealistisch, dass die alles gewinnen und die ganze Liga zerstören, was ich manchmal tue in FIFA, wie ihr euch ja immer wieder beschwert, wenn ich Karrieremodi mache. Und die haben unfassbar geniale Talente, beispielsweise einen Iheanacho, die haben einen, wie heißt denn der Vogel nochmal? Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber die haben auch noch einen Jason Denier, wenn ich nicht weiß, ob der momentan da ist. Dann haben sie einen Angelino, sie haben einen Gabriel Jesus, sie haben einen Leroy Sané. Das sind schon alles ganz geile Spieler. Und ich denke mal, von daher könnte das sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool werden. Hoffe ich zumindest. Und ja, dementsprechend der zweite Karrieremodus mit Manchester City. Der kommt, wie gesagt, am Donnerstag. Am Donnerstag kommt auch immer noch das Football Stars Video. Beziehungsweise beispielsweise diese Woche kommt auch Dienstag noch eins. Weil ja, nee, Quatsch, Montag. Weil ja, englische Woche ist und dementsprechend muss da auch ein Video kommen. Ja, genau. Also das kommt auch am Donnerstag zusammen mit dem zweiten Karrieremodus. Freitag gibt es dann wieder Ultimate Team und zwar die Squad Builder Challenges. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze werden wird. Ich weiß noch nicht, wie ich es aufbaue und wie cool das wird, aber je nachdem wird das halt am Freitag kommen. Dann Samstag kommt Karrieremodus 1 oder 2, wöchentlicher Wechsel, in der ersten Woche kommt der erste, in der zweiten Woche kommt der zweite. Und am Sonntag kommt nochmal wieder The Journey. Ja, genau, zwischendurch wird's, ich habe eigentlich geplant, das will ich auch immer noch durchziehen, einen Karrieremodus zu machen. Das dürft ihr auch frei entscheiden, welches Team. Ich werde eine Liste erstellen, bis morgen, habe ich noch ein bisschen Zeit für, bis ich das Video hier hochlade. Ah ne, das mache ich heute. Okay, ich werde gleich eine Liste erstellen mit möglichen Teams für diesen täglichen Karrieremodus, ungekartet, so wie Schlappi das mit Darmstadt macht. Der soll im Idealfall jeden Tag kommen. Kann sein, dass ich ein paar Tage mal nicht schaffe, aber das ist so der Plan. Genau, so, Vlogs kommen mal so zwischendurch, je nachdem, halt zu den Spielen, ist ja logisch, halt am Montag meistens wird es dann den Vlog zum Spieltag geben, ne? Da kann dann sein, dass da kein Karrieremodus kommt, weil 3 Videos ist selber so eine Sache, 4 gegebenenfalls mit der englischen Woche, und Daily Challenges, also na, was heißt englische Woche, warte mal, die Stadion-Vlogs kommen mal einen Tag oder höchstens 2 Tage nachdem im Stadion war, das heißt, wenn Freitag spielt, kommt er Sonntag, wenn Samstag ist, kommt er meistens auch Sonntag, ich denke mal, ihr versteht's. Pack-Openings kommen zwischendurch, immer wenn ich drauf Bock habe. Das ist jetzt auch nicht so eine riesige Serie, die ich daraus mache. Und diese Daily-Challenges, das heißt Foot Champions, wird es vor allem im Stream geben. Werde ich ab und zu auch mal auf YouTube klatschen. Zwischendurch, denke ich mal. Weiß ich noch nicht genau, könnte ich mir aber gut vorstellen. Aber das wird es hauptsächlich im Stream geben, weil ich glaube, das kann man schwer so als Serie auf YouTube machen, weil das ja quasi wie Liga ist. Und ich spiele Liga, das, also ich, wenn ich FIFA privat spiele im Stream, dann ist ja der gleiche Account. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie eine Serie machen, weil dann könnte ich ja im Stream und privat nicht spielen. Ich denke mal, das versteht ihr ganz gut. Ja, zweite Liga geht los. Zweite Liga? Zweite Hälfte. Ja, zweite Liga Hannover wieder. Muss mich dementsprechend ein bisschen ranhalten. Ich muss eigentlich auch noch das Intro zum Video morgen aufnehmen. Also zum Vlog mit Bielefeld. Übermorgen kommt er. Gut, dann mache ich das wohl jetzt. Würde ich mal so behaupten. Naja, gut, okay, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt den Link oder die Links in der Beschreibung für die Karrieremodi bzw. The Journey zum Abchecken, abstimmen. Und wir sehen uns da. Ach ja, Videobeschreibung allgemein auschecken. Ich denke mal, ihr kennt das Prozedere ja mittlerweile. Social Media, FIFA 17 vorbestellen, allgemein Amazon Draft Links. Merch. Kommt übrigens auch wieder was Neues. Würde mich drüber freuen. Gut, das war es aber wirklich. 8 Minuten gelabert, ist in Ordnung. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.